Es freut mich natürlich, dass ich Sie hier begrüßen darf in Berlin und einige Worte über den Südtiroler Obstbau Ihnen näher zu bringen. Das Besondere am Südtiroler Apfel ist nicht nur der besondere Geschmack und die Qualität, dank auch der klimatischen Voraussetzungen an den Südhängen der Alpen, sondern auch die Art und Weise, wie bei uns der Apfelanbau betrieben wird. Es ist bei uns lange Tradition, dass Nachhaltigkeit und Innovation ein Teil unserer Art und Weise, Obstbau zu betreiben, sind. Dies in allen Bereichen, im Feld, wo die Produzenten ihre Arbeit leisten, die immer aufgeschlossen sind, nach neuen Erziehungsformen, Unterlagen, neuen Sorten zu suchen. Das ist die Innovation. Auf der anderen Seite ist für uns ganz wichtig, nachhaltig, nahe der Natur, mit der Natur zu arbeiten und natürlich auch zu versuchen, dass die bäuerlichen Familienbetriebe erhalten bleiben können. Winterboma ist für uns etwas ganz Besonderes. Es ist irgendwo auch das Tor zur Welt, wo wir Kontakte suchen, Austausch suchen, wo wir Neuigkeiten mitteilen wollen, aber wo wir vor allem auch Wissenswertes und Interessantes aus der Welt des Apfels international erfahren können. Das Herzstück von Interboma ist und bleibt mit Sicherheit der Kongress, wo immer wieder besondere Schwerpunkte gesetzt werden von Ausgabe zu Ausgabe. Und es freut mich ganz besonders, dass wir heuer beim Kongress interessante Themen für das Fachpublikum bieten können. Es freut mich, Sie dann im November in Bozen begrüßen zu können. Wir werden anlässlich der Interboma auch die Möglichkeit bieten, unsere Betriebe zu besuchen, Besichtigungen zu machen. Wir hoffen, dass wir uns wie immer gastfreundlich Ihnen präsentieren können und wünsche Ihnen für die Messe hier in Berlin noch einen angenehmen Aufenthalt. Vielen Dank.